Willkommen zum zweiten Programmierverkursvideo, unser erstes Programm. Da ist es schon, relativ kurz, 3 Zeilen. Was tut es? Naja, es gibt Hello World aus, das steht da. Das ist genau genommen, das, was da steht, ist ein Kommentar. Kommentare werden vom Computer ignoriert. Die machen wir eigentlich nur für uns. Wenn wir einen Kommentar schreiben wollen, machen wir diese Raute und dann können wir beliebig viel Text in die gleiche Zeile schreiben. Wenn wir noch eine Zeile darunter weiterschreiben wollen, brauchen wir wieder eine neue Raute. Die sind deshalb nützlich, weil stellt euch vor, schaut euch das Programm in einem Jahr oder so nochmal an und müsst da was dran bearbeiten und wisst nicht mehr genau, was es tut. Das ist jetzt bei dem einfachen Programm nicht so schlimm, aber wenn ihr ein komplexeres Programm später schreibt, dann ist das wirklich sehr hilfreich. Also tut euch selbst den Gefallen, benutzt Kommentare. Dann kommen wir in Zeile 3 zu unserem ersten Befehl. Ein Befehl sorgt dafür, dass der Computer irgendwas tut. In dem Fall heißt der Befehl print und er gibt Text aus. Dazu müssen wir nur print schreiben, aber dann müssen wir ihm noch sagen, was er ausgeben soll. Das heißt, hier haben wir einen Text. Den Text schreiben wir in Anführungszeichen, dass der Computer weiß, es handelt sich hier um einen Text. Und er wird zudem noch hier in Klammern getan, weil die Klammern gehören mehr oder weniger zum Printbefehl und sagen dem Printbefehl, hier, das hier soll ausgegeben werden und in dem Fall ist es ein Text. Wichtig, der Text muss in doppelten oder in einfachen Anführungszeichen stehen und es muss immer ein Anführungszeichen vor dem Text und eins nach dem Text sein, um Anfang und Ende zu signalisieren. Die Kommentare sollten immer aussagekräftig sein und möglichst verständlich. Hier sind einige Beispiele für den Printbefehl. Der Printbefehl gibt immer den in Klammern stehenden Text, so wie er dort steht, aus, mit ein paar Ausnahmen, zu denen wir gleich kommen, und macht am Ende des Textes einen Zeilenumbruch. Das heißt, wenn ihr mehrere Printbefehle hintereinander eingebt, dann wird zwischen jedem ein Zeilenumbruch generiert. Wenn ihr jetzt innerhalb eines Printbefehls bestimmte Symbole verwenden wollt, müsst ihr aufpassen. Wenn ihr einen Zeilenumbruch zum Beispiel machen wollt, dann müsst ihr Backslash N eingeben. Der Backslash hier an der Stelle signalisiert dem Computer, gleich kommt ein besonderes Zeichen, ein Zeichen mit besonderer Bedeutung. Und in dem Fall, die besondere Bedeutung von dem N, also in dem Fall Backslash N, ist ein Zeilenumbruch. Das heißt, immer wenn der Computer ein Backslash N liest, wird er einen Zeilenumbruch in euren Text einfügen. Außerdem wichtig, wenn ihr euren Text in doppelte Anführungszeichen schreibt und ein doppeltes Anführungszeichen im Text verwenden wollt, dann wäre der Computer verwirrt, wenn ihr einfach nur ein doppeltes Anführungszeichen schreibt. Weil in dem Moment, wo er zu dem zweiten doppelten Anführungszeichen kommt, denkt der Computer, der Text ist hier zu Ende. Wenn ihr aber wollt, dass ein doppeltes Anführungszeichen angezeigt wird, müsst ihr ein Backslash vor dieses machen. Gleiches gilt bei einfachen Anführungszeichen, wenn euer Text in einfachen Anführungszeichen steht. Das letzte Sonderzeichen, was ihr wissen müsst, ist der Backslash, weil wir haben ja für die vorherigen Sonderzeichen den Backslash verwendet, um dem Computer zu sagen, jetzt kommt was Besonderes. Das heißt, wenn ein Backslash kommt, erwartet er danach was Besonderes. Deshalb könnt ihr nicht einfach einen Backslash schreiben, sondern müsst 2 Backslashes schreiben. Dann weiß der Computer, okay, hier soll ein Backslash ausgegeben werden. Wenn wir unser Programm dann fertig geschrieben haben, dann wollen wir das natürlich ausführen. Dazu geben wir ein Python 3 Dateiname .py, also unsere Datei, der wirkliche Name unserer Datei, und diese Datei sollte auf .py enden. Um diese Datei zu schreiben, können wir einen beliebigen Texteditor verwenden. Wichtig ist hier der Unterschied zwischen Texteditor und Textverarbeitung. Ein Texteditor ist gut geeignet, um Programmiersprachen zu schreiben. Eine Textverarbeitung wie Microsoft Word oder LibreOffice sind das nicht. Der Computer möchte keine Formatierung, Textgrößen oder ähnliches in seiner Programmiersprache haben. Einige Editoren, die ihr zum Beispiel verwenden könnt, sind Gedit, Atom oder Kate. Es gibt noch viele mehr. Ihr könnt auch den Windows Texteditor verwenden. Das empfehle ich euch allerdings nicht.
aktuell ist es leider auch etwas schwer, gemeinsam an solchen Sachen zu arbeiten. Aber zusammenarbeiten hilft beim Lernen. Deshalb haben wir hier für euch eine kleine Auswahl von Hilfsmitteln aufgelistet, mit denen ihr von zu Hause aus zusammenarbeiten könnt, auch wenn ihr an unterschiedlichen Orten wohnt. Eine Möglichkeit ist das Teletype-Plugin für den Editor Atom. Dies benötigt allerdings einen GitHub-Account. Oder alternativ gibt es Online-Services wie CodeCoLab oder REPL, wo ihr online gemeinsam an Programmen arbeiten könnt und die auch direkt ausführen. Bei denen ist jedoch wichtig, nach einer gewissen Zeit werden eure Einträge dort gelöscht. Das heißt, wenn ihr wollt, dass euer Programm erhalten bleibt, solltet ihr es euch auf euren eigenen Rechner kopieren und dort speichern, nachdem ihr fertig seid mit Programmieren. Ihr könnt euch, während ihr gemeinsam programmiert, natürlich auch über Discord unterhalten und unseren TutorInnen auf Discord Fragen stellen. So, wenn ihr jetzt euer Python-Programm geschrieben habt und das ausführen wollt, wie gesagt, gebt Python 3 und den Dateinamen .py ein. Jetzt gibt es allerdings noch ein weiteres sehr schönes Feature von Python, und zwar den sogenannten interaktiven Interpreter. Wenn ihr einfach nur den Befehl Python 3 eingebt, ohne eine Datei auszuwählen, dann wird der interaktive Interpreter gestartet. Ab dann könnt ihr einfach Python-Befehle eintippen und in dem Moment, wo ihr Enter drückt, wird dieser Befehl ausgeführt. Wenn ihr den interaktiven Interpreter verlassen wollt, könnt ihr in den meisten Betriebssystemen STRG D drücken. In Windows müsst ihr den Befehl quit eingeben. In dem Fall mit runden Klammern am Ende, in denen nichts steht. Weil quit bekommt keinen Text oder ähnliches übergeben. Hiermit kommen wir zum Ende des Videos. Im nächsten Video beschäftigen wir uns mit Fehlern. Und es gibt noch ein Zusatzvideo, in dem ihr euch anschauen könnt, wie Hello World programmiert wird.